Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zum ersten Video. Ich hab's gewusst. Cool. Und mit diesem Ausblick, servus Leute, herzlich willkommen zum ersten Video 2024. Die Moped-Saison hat wieder begonnen. Es ist Anfang März oder fast Mitte März. Man sieht, es ist immer noch Schnee auf die Berge oben, aber hier im Tal ist es grün. Heute mit der Aprilia unterwegs, weil mit der Husqvarna kann ich ja erst ab April fahren. Witzigerweise, Aprilia ist das ganze Jahr angemeldet. Deswegen habe ich sie jetzt heute mal rausgerissen. Mit dabei ist heute meine Freundin, die hilft mir heute ein bisschen beim Fotomachen. Dieses Jahr ist einiges geplant. Wir haben ein paar Auslandstouren geplant, von meiner Seite, von Nickel seiner Seite. Aber das werdet ihr alles in den kommenden Videos sehen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für ein Videoformat, was wir machen könnten, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werden wir es auch dann so schnellstmöglich umsetzen. Ja, jetzt werden wir jetzt heute noch ein bisschen fahren, ein paar Meter zurücklegen. Und dann war es das auch schon mit dem ersten Video. Es ist noch nicht recht warm, der Wind geht, aber wie gesagt, Anfang März kann man ruhig verzeihen. Deswegen würde ich einfach sagen, fahren wir jetzt einfach mal. Anfang März, es ist eigentlich noch recht kalt. Schnee ist auf den Bergen, sieht man es gerade nicht, aber scheißegal. Aber das Wetter muss man einfach mal ausnutzen, würde ich mal behaupten. Ne? Es sind verdammt viele Leute hier unterwegs schon wieder. Kaum sind immer die ersten Sonnenstrahlen hier unterwegs, da kommen sie alle aus ihren Winterschlaflöchern gekrochen. Aber man will es ihnen ja nicht verübeln. Weil ich hätte auch daheim bleiben können, aber ich habe mir einfach gedacht, ich packe jetzt die Aprilia, weil die darf ich ja das ganze Jahr fahren und fahre einfach ein Ründchen. Ja, da sieht man es nochmal echt ganz gut. Schnee, Schnee, überall Schnee. Aber wie gesagt, egal, ich meine, da ist grün, da kann man fahren, da ist trocken, das passt. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte das echt bezweifelt, dass die Aprilia überhaupt mit dem ersten Anlassversuch anspringt, aber ich habe die Batterie aufgeladen und der Aprilia hat gesagt, ja, ich hab Bock. Sie hat gesagt, okay, let's go. Okay, let's go. Ich hätte es wirklich, wie gesagt, echt nicht geglaubt, weil ich habe es ja schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass die Aprilia, wenn es ein bisschen kälter ist noch, dass sie recht eine Zicke ist. Aber dieses Mal hat sie gesagt, ja, passt, 2024. Ich bin bereit, wir können starten. Was ich demnächst auch mal machen werde, ist ein Ölwechsel, der ist auch schon längst überfällig. Filter wechseln, auch mal einen Luftfilter mal ausspülen. Weil das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr gar nicht gemacht, meine ich. Aber ja, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit. Da muss ich mir mal um die nötigen Teile schauen, dass ich alles kaufe. Und das ist normal auch eine Sache von, ja, 2-3 Stunden, dann ist die Sache erledigt. Heute nur eine kleine Runde. Wir müssen dann später noch auf einen Geburtstag. Und am Anfang, man will es ja nicht ganz übertreiben, weil wie gesagt, es ist noch nicht recht warm. Ja, wie ihr seht, es ist noch teilweise, wenn du ein bisschen höher in die Berge fährst, ist es noch Schnee da. Ja, da wo die Sonne jetzt nicht so schnell hinkommt. Ja, und es ist auch merkbar deutlich kälter. Ja, schau mal da. Leck mich. Aber gut, was würden wir Anfang März erwarten? Der Winter, diese Saison, der war sowieso eigentlich total kacke. Weil normal, ich kann mich an früher erinnern, früher hat man bis April, Mitte April, Anfang Mai teilweise noch Schnee. Und jetzt kann man eigentlich sagen, ab Februar war eigentlich da nichts mehr, gar nichts mehr. Mitte Januar, Anfang Februar, da war es irgendwie vorbei mit dem Winter. Aber es ist ein Vorteil, es ist zum Motorradfahren, geht es dann eher. Und wie vorher schon erwähnt, es ist eigentlich von Vorteil, dass die Aprilia das ganze Jahr angemeldet ist. Die Husky, ja, es gibt ein Update, die Husky fährt wieder.
Ich habe sie jetzt zurück aus der Reparatur. Ich habe sie jetzt im, wann war es denn? Ich glaube Anfang November habe ich sie zurückgeholt aus der Werkstatt. Ja, jetzt geht es dann Anfang April dann endlich ans Einfahren. Weil wir haben ja dieses Jahr noch was vor. Wir wollen die Husky wo mitnehmen. Und da muss sie dann, bis dahin muss sie eingefahren sein. Auf alle Fälle. KTM Husqvarna schreibt vor, 1000 Kilometer, dann die erste Inspektion mit dem Motor. Und das will ich eigentlich in der Zeit bis Anfang Juli, will ich es eigentlich einhalten. Oder sagen wir so, muss ich schaffen. Mandarinen. Mit diesem mächtigen Ausblick beende ich mein kleines, aber feines erstes Video 2024. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus!